meine Freunde, eigentlich wollte ich jetzt gar kein Empire spielen. Aber ich habe auch so sehr Empire gestartet und ich habe irgendwie Bock drauf, deswegen, okay, dann spielen wir einfach. Freunde, willkommen zurück zu Empire Total War mit Empire 2 Mod. Wunderschöne Mod, also ich habe viel Spaß tatsächlich. Bereiten Offensive, einen Überfall auf die Ukraine vor. Ansonsten, ich glaube, wir waren die Runde fertig, ne? 26.000. Handel bzw. Steuern haben wir gesenkt. Niedrigste öffentliche Ordnung haben wir in Ägypten. Ja, wir haben ein paar neue Gebiete erobert. Wir haben die Osmanen ausgelöscht. Wir haben die Russen ausgelöscht. Und wir beenden jetzt die Runde, weil ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, wo ich stehen geblieben war. Jedenfalls, ich muss wirklich auch an der Stelle einmal sagen, das ist interessant. Oh, und keiner ist auf feindlicher Seite beigetreten. Das tut weh. Briten sind auf meiner Seite beigetreten. Aber tatsächlich ist es interessant. Okay, der Papst hat mich verraten. Die Rebellion in Ägypten war zu erwarten. Das bauen wir jetzt also noch ein bisschen aus. Das auch. Ich habe eh die Steuern gesenkt. Und da nehme ich dann lieber die extra Repression mit, die wir da bekommen. Gut, hier gibt es sonst auch nichts mehr. Wir sind ja stark am Modernisieren. Unser Land wird massiv ausgebaut. Passt es hier mit der Religion, ja? Mit der Kultur? Ich habe nämlich gar nicht geschaut. Nicht, dass hier noch irgendwo Schulen gab, aber ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir hatten keine mehr. Die sind super happy aus irgendwelchen Gründen. Okay. Sehr interessant. Okay. Das überrascht mich jetzt. Warum? Okay. Na, die lassen sich hier alle gegenseitig, ne? Aber die Armee können wir dann rein theoretisch auch mit nach Spanien abkommandieren. Ja, der Krieg in Spanien war jetzt so nicht ganz geplant. Wir werden trotzdem kurz die Ukraine angreifen dann. Wenn ich mich dazu imstande fühle. Ich habe da sogar noch diese 12,5. Ah ne, das sind die richtigen, sorry. Das andere waren die Orgelkanonen. Die Organguns, wie sie heißen. Ne? Die Orga... Keine Ahnung, warum die Organwaffen heißen. Naja. Lassen wir mal so stehen. Ihr bewegt euch mal weiter nach Norden. Eigentlich brauche ich keine 3 Armeen. Eigentlich müssten 2 Armeen auch reichen. Rein Thür... Ist die Armee... Ja, ja. Belagern. Und jetzt möchte ich... Ich kann die Armee drinnen nicht angreifen? Oder ist es jetzt die Schlacht? Hä? Wir triumphieren. Verstehe ich nicht. Also verstehe ich jetzt wirklich nicht in dem Fall. Da war doch noch eine komplette Armee drin gestanden. Naja. Wird schon seinen Sinn haben. Ausgebaut haben sie nichts hier. Die Schule reiße ich tatsächlich ab. Die wird mir hier zu viel Unruhe machen. Habe jetzt keinen Bock drauf. So, um die Gauchos müssen wir uns auch noch kümmern. Nice try, though. Truppen in die Stadt. Das sind Milizen. Da nochmal 4 Stück dazu. Und dann warten wir einfach mal ein bisschen. Das wird sich legen. Reformen haben wir trotzdem. Ah, doch, Universität. Nee.
Das Ding ist, Ägypten ist halt rein theoretisch eine Handelsmetropole. Ich habe eh genug Forschung. Verzichte ich drauf. Ukraine ist jetzt in unserem Besitz. Die werden auch ein paar Runden rumzicken. Die Armeen bewegen wir uns aber trotzdem schon mal Richtung Spanien. Da müssen wir sogar hier nach Neapel. Wer ist hier noch? Venedig? Ja, mal gucken, wie wir uns da durchboxen. Lombardei haben wirklich einige Gebiete, die Spanier trotzdem. Indien haben sie nichts. Aber es gäbe auch noch mal einen Grund, nach Amerika zu segeln. Übrigens Mexiko. Sehr interessant. Briten sind weiter mit uns verbündet. Piraten gibt es ja auch. Da gibt es sogar eine Mod, mit denen kannst du die Piraten spielen, das weiß ich. Tatsächlich. Weiß nicht, ob ich da mal Bock drauf hätte. Friedrich Entes Drabant. Was heißt denn Drabant? Also Trabant würde ich erkennen, aber. Die royalen preußischen Kürassiere. Krass, einfach von den Kosten her, Mann. Dass du da rein theoretisch investieren könntest, wenn du das wolltest. Geht das natürlich los. In Ägypten streikt. Oh, wobei, hat sich sofort perfekt. Ah, weil ich die Schule abgerissen habe. Kaum reißt ihr die Schule ab, sind alle happy. Wir bauen hier ein Coaching-End. Ah, wobei. Nee, wir bauen einen Workshop dahin, weil ich glaube, dass wir gar nicht so viele Probleme bekommen dürften. Ich habe doch hier noch eine Armee. Da. Mal mit auf dem Weg hier. Was schaut es jetzt hier aus? Kulturelle Unruhen sind das Hauptproblem, aber an sich ist die Zufriedenheit gar nicht so schlecht. Da können wir auch mal Steuern mit einbeziehen. Einfach mal ein paar Milizen, also die werden jetzt halt als Milizen. Ah, wobei, eigentlich, wenn ich ein bisschen Grips in der Birne hätte, würde ich das anders machen. Würde ich einfach mal 8 Milizen rekrutieren und schicke die einfach dahin. Dann werden wir jetzt hier nochmal kurz die Verluste der Armee ausgleichen. Das ist aber auch nur eine einzige Division. So. Ist deutlich klüger an sich, die Milizen einfach auszutauschen. Oh, ich ziehe mal auch mit wem. Wir marschieren von Süden nach Spanien vor. Befehle sind, chillt mal kurz und fahrt zurück zum Hafen. Und baut mal aus hier, by the way. War doch noch irgendwas. Nicht? Doch hier. Diese ganzen neu eroberten Gebiete muss man mal Luki-Luki machen. Nicht, dass du irgendwo was übersiehst. Wie war es eigentlich hier? Hier hatte ich auch nochmal neue Sachen. Nee. Okay, Ding, Ding, fertig. Da geht nichts mehr. Das habe ich abgegradet. Das ist auch fertig. Okay, Neustadt. Hervorragend. Das ist in Weißrussland. Weißrussland ist sehr gut gelaunt, tatsächlich. Sehr, sehr gut gelaunt. 2800 plus 36 in der Runde. Da muss ich sagen, Magistrato, hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das macht man auch. Schallern hier mal einen Magistrator rein, Freunde. Jetzt streiken die in der Ukraine, Digga. Ihr solltet doch froh sein, dass ich euch ein bisschen Freiheit gebracht habe, Alter. Warum seid ihr so undankbar? Ey, schlimm, diese Menschen. Mein Lord? Da darf ich nicht durchlaufen, ne? Müssen wir mal gucken, ob man dann mit einer Flotte das Ganze macht oder wie man die Armee nach Süden bewegt. Ne. Also wie gesagt, das ist wichtig, dass man das hier schon militärisch upgradet. Dresden ebenfalls. Bei irgendeiner Scheiße bei rauskommt. Dann haben wir hier eben gesagt, die Lebensgarde Moral 18.
Oder Lifeguard heißt Leibwache eigentlich. Also ich glaube, dass es eigentlich Leibwache heißen soll. Das ist so das, was auch zum Beispiel Napoleon gehabt hat. Napoleons Leibwache war natürlich das, was eigentlich auch bis heute so im Kopf bleibt, die französische, von der französischen Armee. Und wir sehen jetzt hier auch mal ein bisschen, haben eine Genauigkeit von 47. Das ist so mit den Standard, wobei die wir, ja, okay. Normale Infanterie hat 34. Reloading Skill 22 zu 28. 14, 15, 8, 14. Moral deutlich schlechter. Also ja, das ist eine gewaltige Armee. Ist auch gar nicht so, also in der Anschaffung, ja, ist sie dreimal so teuer. Oder 2,7 mal so teuer. Aber vom Unterhalt ist sie nur 50% so, 60% drüber. Das geht eigentlich. 300% mehr oder 270% mehr Anschaffungskosten, aber nur 60% mehr Unterhaltskosten. Einnahmen betragen jetzt 28.000. Tendenz natürlich steigend. Kurz gucken, ob wir irgendwo 0% Steuern haben. Aber ich glaube, wir haben überall... Ah, wobei... Da haben wir noch keine Steuern. Plus 800. Aber ich habe hier einen Fehler gemacht. Das muss weg. Digga. Sind das religiöse Fanatiker oder was? Ist ja schlimm. Ja, das passt. Das passt noch mehr. Also warum da 2% sind, das verstehe ich halt auch nicht, ne? Aber da muss halt immer aufpassen bei sowas. So. Jetzt haben wir nur noch Kiew ausgenommen. Und Kiew ist dann was für die Zukunft. Wir machen jetzt hier erstmal ein Coaching in mit rein. Resistance to Foreign Occupation. Ja gut, man muss auch dazu sagen, das Problem ist, dass natürlich ewig lange... ja, die hatten nie Krieg. Die haben da gechillt seit 200 Jahren oder so, keine Ahnung. Und jetzt kommt auf einmal hier eine Krabbe und boxt den ins Gesicht, ne? Das ist klar, wäre ich auch angepisst an denen ihrer Seite. Von deren Seite. So, wegen ist unsere Armee schon mal stückweise raus. Ach, die Milizen reichen nicht. Die sind richtig angepisst. An die kulturellen Unter. Also das wird dauern. Ist aber eine richtig geile Provinz 1.8. 1,8, das gibt uns nochmal 2000 extra. Da freue ich mich schon drauf, wenn das dann komplett in unserem Besitz ist. So, hier werden wir dann jetzt natürlich ein bisschen auf Wirtschaft wechseln, hier in der Provinz. Einmal Craft Workshops, einmal Coaching, einmal Magistrat. Also machen wir mal alles drei einmal. Wenn ich hier meist das andere nochmal finde... Hä? Es waren noch drei? Ah, hier. Magistrat. Aktuelle Einnahmen. An sich echt gute Provinzen, ne? Ich frage mich echt, warum die Russen das nicht mehr geschafft haben, da nochmal eine Magie ins Feld zu bekommen. Vielleicht hatten sie auch einfach keinen Bock, keine Ahnung, aber... Ein bisschen suspekt ist es ja dann schon. Okay, mehr geht nicht. Einnahmen jetzt 27.156, ja. Der Handel wurde mir genommen, das tut schon ein bisschen weh. Schaut es jetzt hier aus, sind sehr gut. Ja, dann geht ihr jetzt nämlich mal nach Syrien. Ich rekrutiere jetzt hier einfach mal kurz weiter, Milizen. Dürft euch übrigens gerne heilen, während ihr weiter marschiert. Ihr macht euch auf den Weg. Das ist ja meine Meme-Armee. Muss man dazu sagen. Die Armee ist auch nicht viel besser. Einen Kommandanten mit reinschieben. Und du gehst auch weiter runter. Also das ist unsere komplette spanische Offensive dann. Was ist hier eigentlich das Problem mit dem Hafen? Wird gebaut und brennt. Gut, ich mische mich da nicht ein. Hm.
Mhm. Ja, das Bedürfnis wäre schon da, so eine richtige Elite-Armee hochzuziehen. Dann bin ich 20 mal 300 Unterhalt, dann bist du ja trotzdem bei 20 mal 400 Unterhalt, bist du ja trotzdem bei 8000 fast. Das tut dem Geldbeutelchen dann doch schon etwas weh. Meine Spione übrigens mal alle nach unten ziehen. Jetzt soll man ein bisschen schnüffeln in Spanien, was da so abgeht. Schnüffel, schnüffel. Ja, er hat blockiert, stechen ab. Lässt das einfach zu, dass er ihn den Weg blockiert. Was ist denn das für ein Vogel? Nee. Gibt es denn keine Leute, die mal irgendwo um die Ecke sind quasi? Na, Berlin ist schon besser. Auf nach Spanien, Senor. Digga, du kannst da bleiben. Du auch. Gucken, wie lange ich die Motivation habe, die alle runterzuschicken. Ich sage euch ganz ehrlich, weiß ich ja nicht. Spanien hat bis jetzt nicht eine einzige Offensivaktion ausgeführt. Er ist mir so ganz großkotzig anmarschiert kommen mit der Armee. Weißt du, hier einen auf dicke Eier machen. 1:30 Shisha-Bar mit 2 Promille, Alter, ne? Aber dann, wenn es drauf ankommt, dann ziehen sie das Schwänzlein wieder ein. Eure Befehle, mein Ding. Warten noch weitere Befehle. Erwarten Befehle. Hä? Ah. Weitere Befehle? Ja. Linke Seite, Marsch. Du musst auch gar nicht so viel Zeit verschwenden. Weiter. Es wird sich bessern. Es wird ein paar Runden brauchen. Die Kultur muss noch weiter angepasst werden, aber irgendwann wird sich's legen. Einzige Problem, was ich den ganzen Tag habe, das kostet alles so horrend viel. Ich werde wirklich das, ich habe das Problem. Ich dachte echt eine Zeit lang, wir haben so viel Geld, dass ich niemals Probleme haben dürfte, aber irgendwie. Jetzt haben wir kurz vor 100.000, jetzt sind wir wieder irgendwo bei 40.000 gleich. Scheißdreck hier, naja. Ansonsten gab es nicht so wirklich viel. Ein paar Trades. Was ist hier los? Hä? Entschuldigung? Ich war Österreich. Fast Österreich angegriffen. Das wollte ich natürlich nicht. Ah! Das war meine Miliz eigentlich. Das geht nicht, das gibt's nicht. Ihr sammelt euch jetzt erstmal hier unten. Marschieren mit unserer gesamten Armee rüber. Die Ukrainer den ganzen Tag nur am Fordern, Alter. Nervig, echt. So, jetzt haben wir 5 Milizen drin. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das immer noch nicht reichen wird. Ich lasse die Armee jetzt trotzdem mal draußen stehen. Ich schicke das nicht nochmal rein. Die Armee schicken wir mal raus. Genau, ihr geht da hoch. Auf Position, Euer Majestät. Bereit machen. Mein Lord. Das ist ein Söldner. Warum habe ich den Söldner in meiner Armee? Auf geht's. Also die Spanier werden beten, dass sie mir nicht den Krieg erklärt hätten. Sobald die meine Armee einschwemmen sehen, ist eh direkt Feierabend, würde ich mal meinen Arsch verwetten. So. Tja, Ukraine, jetzt baue ich euch sogar schon Sachen hier, ey. Damit ihr mir nicht ganz so hart auf den Sack geht. Sachsen, schau mal, in Sachsen geht auch mal was weiter. Das gedacht. Was bringt mir das Ding eigentlich? Mehr Steuern, das ist eigentlich richtig nice. Höhere Steuereinnahmen. Liebe ich. Okay, jetzt machen wir Warenhaus.
Steuereinnahmen, Steuereinnahmen. Davon kann ich nie genug haben. Daran kann ich mich den ganzen Tag laben. An den Steuereinnahmen. Ha, man merkt einfach den Deutschen in mir. Ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. So, wir bringen uns jetzt hier in Position mit unseren zwei Armeen, um dann die Invasion nach Neapel vorzubereiten. Alter, wie viele Armeen hat denn freaking Hannover? 1, 2, 3, 4 Armeen, Digga. Die scheißen Armeen, wie ich auf Toilette gehe am Tag, ey. Entschuldigung. Wollt hier nicht zu tiefgründig sein. Spanien, ey. Oh, in Ungarn gibt es eine neue Stadt. Wie schaut es denn hier aus? Sehr gut. Sehr gute Zufriedenheit. Gibt es auch noch ein paar Städte, die hier wachsen könnten, theoretisch, tatsächlich. Dann bauen wir hier mal einen Workshop. Geld. Ja, das Ding ist, also warum wir jetzt generell auch höheres Wachstum haben, ist ja an sich ganz einfach. Weil ich natürlich die Steuern gesenkt habe. Und niedrigere Steuern sind natürlich auch automatisch ein Garant für Wachstum, logischerweise. So, fast 30.000 plus. Wir arbeiten ja noch dran. So, passt. Sind zufrieden. Die sind auch zufrieden. Dann können wir die drei sogar auflösen. Hä? Entschuldigung? Kann ich die nicht auflösen? Okay. Hm. Das ist sehr interessant. Die kann ich auflösen. Ah, wegen politischer Korrektheit oder so. Das sind schwarze Einheiten. Die darf ich natürlich nicht auflösen. Hm. Gut, so betrachtet ist natürlich richtig. Mein Fehler, sorry. So, minus 9. 25, Alter. Hier gibt es auch keine Städte mehr, die wachsen könnten. Können jetzt auf alle Fälle mal ein paar Regionen trotzdem gleich die Milizen auflösen. Vieles hat sich ja dann doch gebessert jetzt. Und wir sind ja nicht gekommen, um zu unterdrücken. Wir sind gekommen, um die Bedingungen und die Zukunft der Menschen zu verbessern. Spielt er da mit der Geige oder Violine im Hintergrund, ne? Zum Glück bin ich ein Mann von Welt, ey, ich sag euch ganz ehrlich. Gut. Dann bereiten wir uns mit allem, was wir haben, vor, nach Spanien zu marschieren. Hier müsste auch irgendwo wieder was abgehen. Die Performance ist hier relativ schlecht. Ich erwarte hier einen großen spanischen Aufmarsch. Könnte man natürlich auch einfach mal seine Spione hinschicken, gell? Theoretisch. Hier war doch auch nochmal irgendwo einer. Kannst du da irgendwo hin? Nee, scheiße. Okay, wir sehen uns nächste Folge wieder, Freunde. Dann schauen wir mal, was wir mit den Spaniern anfangen. Euch allen noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.